Hallo bei Rennrad News. Wir sind an der Côte d'Azur in der Nähe von Estarel. Traumhafte Gravelstrecken hier. Wir sind hier gerade auf einer und wir haben drei Gravel Bikes für euch dabei. Und zwar ist das einmal das Cube New Road Race, was hier vor mir steht. Das ist das günstigste Gravel Bike im Test. Und noch zwei weitere. Eins von Rose, das Backroad RL, und von Bergamont, das Grandiose 8. Also alles absolute Bestseller-Gravel-Bikes. Was so die Unterschiede sind zwischen den Rädern, wie sie sich hier auf den Gravel-Strecken geschlagen haben, das erfahrt ihr im Video, also bleibt dran. Das Cube New Road EX kommt für rund 500 Euro weniger als das 2022er Rose Backroad GRX 400 in den Test der drei Gravelbike-Bestseller mit Alurahmen. Das lässt aufmerken. Denn es hat trotz des günstigeren Preises eine Shimano GRX 1x11 Gravelgruppe an Bord. Das ist 2022 nicht selbstverständlich, andere greifen hier nicht selten auf Zehnfachkomponenten zurück. Innerhalb der New Road Modellpalette ist das EX der sportliche 1x11 Vertreter und eher eines der teureren Modelle. Im Vergleich zum Bergamont ist es mit knapp 10 Kilo etwas leichter. Los geht es bei Cube für das New Road mit identischem Rahmenset schon ab 899 Euro mit Shimano Claris 2x11 Gangschaltung. Der Cube New Road Alurahmen wirkt nicht ganz so aufgeräumt wie die anderen beiden Gravelbike Bestseller, denn die Leitungen und Zügel laufen nur im Unterrohr verdeckt. Laut Cube ist das New Road für Reifen bis maximal 45 mm in 700C ausgelegt und hat damit hier etwas geringere Reserven. Auch die Ausstattung des Cube New Road EX mit Montagemöglichkeiten ist etwas magerer als bei den anderen Gravelbikes und mehr Richtung Commuten als am Bikepacking orientiert. Unser Cube New Road EX Testrad ist mit einem sinnvollen Mix aus Komponenten der Shimano GRX Gravelgruppen für 1x11 Gänge ausgestattet. Die 1x11 Gänge sind am Cube New Road EX so ausgelegt, dass es Spaß auf der schnellen Gravelrunde macht und auch mal ein steiler Anstieg mit Kraft im Wiegetritt durchgedrückt werden kann. Für lockeres Pedalieren mit Gepäck auf Waldwegen braucht es aber leichtere Gänge. Bei der Bereifung legt das Cube New Road EX 2022 seinen Akzent klar auf Gravel. Seine WTB Riddler Bereifung in 45 mm erzeugt mit ausgeprägten Seitenstollen viel Grip in Kurven und ist dank der Breite auch besser gerüstet, wenn der Gravelfahrt mal mit gröberen Brocken bespickt ist. Wie bei allen Bestseller Gravelbikes im Test sorgen auch am Cube hydraulische Scheibenbremsen der Shimano GRX 400 Gruppe für die Verzögerung. Sie glänzen aus unserer Sicht mit einem bestens definierten Druckpunkt, guter Dosierbarkeit und jederzeit genug Stopping Power. Kritik gab es in Sachen Ausstattung nur für den für unseren Geschmack etwas zu breiten und harten Lenker. Die Cube New Road EX Geometrie unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht stärker von den Bergamont und Rose Bestseller Gravel Bikes. Erstens setzt das Cube auf das Prinzip Länge läuft, bzw. präziser Länge klettert. Kettenstreben von 440 mm Länge bürgen für gute Klettereigenschaften an steilen Anstiegen. Zweitens wählen die Franken eine insgesamt sportlichere Auslegung der Sitzposition. Wie fährt sich das Ganze? Seine Schokoladenseite zeigt das New Road EX beim aktiven Fahren auf der schnellen Spaßrunde. Das beginnt schon im Antritt, wo es trotz nur geringer Gewichtsvorteile irgendwie agiler wirkt, wie sich die Testfahrer einig sind. Eine mögliche Ursache für den Eindruck mag die sportliche Sitzhaltung sein. Entsprechend flink wirkt das Cube New Road EX auch am Berg, wo allerdings die recht dicke Übersetzung früh in den Wiegetritt zwingt. Auf schnellen Gravelabfahrten mit sanften Kurven liegt das New Road EX satt auf dem Weg und lässt sich sicher dirigieren. Doch wenn es steil und etwas trailiger wird, verlangt es trotz des breiten Lenkers, dass man vom Gelassenheitsmodus in den Aufmerksamkeitsmodus wechselt. Je schwerer das Terrain wird, desto eher zeigt sich das Cube New Road EX von seiner Schattenseite. Das liegt zum einen am erwähnten harten Cockpit, zum anderen fällt auch der Komfort am Sattel nicht so hoch aus, wie wir es bei den anderen Bikes in dieser Preisklasse, allen voran dem Rose, erfahren haben. Unser Fazit. Ja, das Cube New Road EX ist das mit Abstand günstigste Gravelbike im Test. Wer Gravelbikes vor allem tatsächlich auf Gravel einsetzen will und gerne sportlich fährt, findet im Cube auch einen echten Preis-Leistungs-Tipp. Wer das Gravelbike mehr als Allrounder nutzen will, kann an der einen oder anderen Stelle noch optimieren, vor allem beim Komfort und den Reifen, was zumindest einen Teil des Preisvorteils wieder auffrisst. In Summe aber eine sehr gute Gesamtleistung zum fairen Preis. So, das war's aus Estarel mit dem Cube New Road Race. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und schaut wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.